Ben ist ein sehr guter Hund, weil er nicht sonderlich dick ist. Außerdem mag er keine Hühner. Ich finde, das sind prima Gründe, ein kleines Hähnchen für diesen sympathischen Burschen zu drehen. Und schon geht's los. Ben vereint die Vorzüge von Fröschen, Mäusen, reichen Erdtanzen und katholischen Gogo-Tänzerinnen. Zudem sieht er unheimlich gut aus. Ich finde so ein bisschen wie die Claudia Schiffer. Also vor allem um die Augen rum. Und die letzten schlagen beim Laufen fast über den Ohren zusammen. Hier guckt er gerade ganz süß wie ein Reh und schnuppert mit der Nase wie ein Hase. Kleiner Reim. Der Salber da an den letzten wird in kleine Tiegel abgefüllt und dann als Feuchtigkeitscreme gegen Faltenbildung für teuer Geld an nichtsahnende Menschen verkloppt. Leibesertüchtigungen wie Leine ziehen gehören zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen des kleinen Rackers. Bis zu 16 Stunden täglich erfreut er sich, aber auch seinen offensichtlich begeisterten Spielkameraden mit diesem Zeitvertreib. Durch überraschendes Anspringen von Kameramann und Spielkamerad behält Ben auch hier die Oberhand. Zum Glück hat sich Ben seinen Jagdtrieb erhalten. Der jungen Dame geht's inzwischen auch wieder ganz gut. Denke ich. Könnte sein. Mit äußerstem Geschick korrigiert Ben die noch unklare Anordnung eines von meiner Mutter frisch gepflanzten Blumenstockes. Auch in der Nachbarschaft erfreut sich unser Held großer Beliebtheit, weil er sich trotz mannigfaltiger Verpflichtungen nicht zu schade ist, liebevoll den Heckenwuchs zu inspizieren. Ah ja, hier bringe ich Ben Autofahren bei. Da erkläre ich ihm die Schaltung und da das Lenkrad. Und schon geht's los. Ich finde, er macht das wirklich sehr, sehr gut. Wie umsichtig er sich da umschaut. Ich bin da wirklich ein bisschen stolz auf ihn, ehrlich wahr. Und da der liebevolle Dank. Übrigens war nach dem Lecken meine Akne wie weggeblasen. Ben zu Gast bei den Vorstandsmitgliedern des Bad Pyrmonter Band Fanclubs. Na, da habe ich die Kamera wohl ein bisschen hochgehalten, also Ben ist da am unteren Bildrand zu erspähen. Der Vorstand jedenfalls nutzt die Gelegenheit, alle Band-Fanclubs in der ganzen weiten Welt zu grüßen. Das ist Jürgen, Bens bester Freund. In stillen Stunden philosophieren die beiden gerne über Nietzsche und Schopenhauer, über das Sein und das Nichts. Hier wollte der Kameramann einen kleinen Spaß machen und stellte sich feste auf Jürgen drauf. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Erstmal hat Ben Jürgen freigekratzt und dann gab es mächtig Ärger für den Kameramann. Ich meine, gut, er bekommt jetzt eine hübsche Invalide, aber ob es das wert war, ich weiß es nicht. Viel jedenfalls ist nicht von ihm übrig geblieben. In seiner spärlichen Freizeit äst Ben mit seinen geschickten Zähnen gern kleine Gegenstände aus großen Holzscheiben. Dieses Steckenpferd bringt ihm die dringend benötigte Entspannung und Erholung. Dabei entstehen filigrane kleine Holzfiguren, rustikale Milchkannen, aber auch wertvolle Rattanmöbel. Mit diesen romantischen Aufnahmen, die Ben beim fröhlichen Genuss von gefrorenem Kudung zeigen, möchte ich diesen Film enden lassen. Fanpost können Sie an Ben, Machangelweg 15, in 28755 Bremen senden. Ist das nicht ein süßer Wonneproppen? Ich muss jetzt mal ein bisschen mit ihm Gassi gehen. Tschüss! So Ben, komm her, los, hopp!